Dann möchte ich wissen, ist das Mädchen der Werwolf? Hallihallo, herzlich willkommen beim fetten Moin, Brett. moin, moin und hallo. Time of Legends. Runde Es geht 2. richtig, Für es geht mich. weiter. Ja, für mich auch gar nicht mal. Ich spiele es zum vierten Mal. Die Mission, die wir heute auf dem Tisch haben, zum zweiten Mal. Es geht um die Werwolf-Hatz. Der Hendrik spielt den Bischof und der kommt hier in ein kleines Örtchen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Centil oder Centili, in dem es angeblich einen Werwolf geben soll, den ich spiele. Ich habe Henrik hat schon mal so die ganzen Sonderregeln erklärt. Das ist eine ganze Menge und im Vergleich zu dem ersten Spiel, dem Tutorial, quasi komplett anderes Spiel. Also das ist Ja, wow. ein eigenes Spiel ist es im Ja. Endeffekt. Also ich werde auch damit anfangen, euch jetzt die ganzen Sonderregeln einmal zu erzählen, auch damit wir sie im Hinterkopf haben und seht's uns nach, wenn wir vielleicht das ein oder andere vergessen, weil es ist wirklich wie ein komplett neues Spiel. Bis auf die Tatsache, dass wir die Bewegungen identisch haben, wie in dem ersten Szenario. Die Regeln mit den Würfeln gelten hier natürlich auch noch, aber es kommt jede Menge anderer Kram dazu. Und fangen wir einfach damit an. Also, dein Ziel ist es, den Werwolf zu finden und vor Ende der sechsten Runde oder mit Abschluss der sechsten Runde dann zu töten. Der Werwolf ist bis jetzt noch versteckt. Einer von den vier Dorfbewohnern hier, die ihr auf dem Spielfeld seht. Ich habe hier nochmal so vier Karten vor mir liegen, habe dann vier Marker drauf. Unter einem von denen ist der Werwolf-Marker. Die anderen drei sind blank, da ist nichts drauf. Und Henriks Aufgabe ist, wie gesagt, erstmal rauszufinden, wer ist der Werwolf. Dazu muss er mit den Leuten reden. Und wenn er ihn dann entdeckt hat, ist es seine Aufgabe, ihn zu töten. Meine Aufgabe ist es, ihn ja so weit wie es geht am Leben zu halten, beziehungsweise ich kann auch gewinnen, wenn ich es schaffe, Hendriks Helden zu töten, den Sir Jehan. Ja, das klingt jetzt alles schon kompliziert und jetzt geht's los mit den ganzen Sonderregeln. Also in diesem Spiel ist es so, dass jeder von uns, du kriegst eine XP, wenn du eine Wolfseinheit tötest und 3 XP, wenn du die Hexe tötest. Die Hexe ist aber noch gar nicht im Spiel, kommen wir gleich zu. Ich als Unholy Player bekomme zwei Erfahrungen, wenn ich es schaffe, den Priest zu töten. Dann gibt es Special Rules. Das eine sagte ich gerade schon, ich habe hier diese vier Marker verteilt und Hendrik weiß nicht, wer der Werwolf ist. Ich weiß es sehr wohl, weil ich muss ihn ja dementsprechend auch spielen und am Leben erhalten. Dann haben wir in diesen drei Gebäuden jeweils ein Fragezeichen liegen. Dort befindet sich entweder nichts drunter oder eine Wolfseinheit, die ich dann hier hinten bei meinem Rally Point ins Spiel bringen kann. Sogar bis zu zwei Units, wenn ich möchte. Und ein Schwert, was jedem Dorfbewohner hier, die ja momentan zur Anholi-Seite gehören, einen Würfel im Angriff geben, einen gelben. Das war die erste Sonderregel. Dann ist es so, ihr seht hier noch weitere Fragezeichen auf dem Spielfeld. Dort drunter befinden sich entweder Bauern, die, wenn sie aufgedeckt werden, eigentlich zur Hendrik-Seite gehören. Warum eigentlich? Dazu komme ich gleich. Oder es sind Wölfe drunter. Oder ein Hinweis, der zwei von sogenannten Intrigue Points gibt, weil jeder von uns hat noch so eine Karte hier. Ich blende die dann gleich nochmal ein, die uns besondere Fähigkeiten gibt. Die dürfen wir auch jeweils immer nur einmalig benutzen. Das heißt, wenn wir sie dann Intrigue Marker für ausgeben, bleibt der auch auf der Karte liegen und die Option ist damit abgegolten. Wenn so ein Bauer entdeckt wird, dann kann Hendrik den gleichzeitig dann auch noch befragen und dazu zieht Hendrik dann von diesem Kartenstapel einfach eine Karte und kriegt dann vielleicht einen Hinweis, da vielleicht automatisch hier schon irgendwelche Ausrüstungskarten sich nehmen oder was ich was. Da musst du dran denken. Ich versuche es auch noch. Ich versuch's auch. Wenn so ein Bauer aufgedeckt wird, also auch seht es mir auch nach, wenn ich hier ständig nachgucken muss, weil das kann ich mir auch alles nicht merken. Wenn so ein Bauer aufgedeckt wird, kann ich, wenn ich denn einen Legend Point zur Verfügung habe, wo ich den herbekomme, sage ich euch auch gleich, kann ich versuchen, diese Einheit zu verhexen und dann gehören diese Bauern zu mir. Hendrik kann die aber auch mit seinem Bischof wieder exorzieren. Ich glaube, das heißt das Ja, Exorzieren. das ist richtig. Und dann gehören die wieder zu mir. Richtig. Wie das geht, sehen wir dann, wenn Hendrik das machen möchte. Habe ich das alles gesagt? Ja, ich hoffe. Dann geht's weiter. Ich blätter mal um. Also es sind wirklich drei Seiten Sonderregeln. Interrogating Peasants, also die Bauern zu befragen, das hatten wir ja gesagt. Ich habe
Ich kann das aber nicht machen. Also wenn ich jetzt aus Versehen eine Bauerneinheit aufdecke, wenn ich hier so einen Marker umdrehe, dann kann ich die nicht befragen. Sacred Places, wir haben einmal die Ruine, dann noch den die, Schrein. Jawohl. Und natürlich die Kathedrale. Yes. Und da drinne können meine Einheiten beten. Und wenn sie beten, kriege ich entweder einen XP oder einen Legend Point. Wenn ich in die Kirche gehe, dann kann ich dort drin aber auch eine Aktion aufwenden, um die Krypta zu suchen. Tue ich dieses, dann kriege ich jedes Mal, wenn ich bete, in der Kirche 2 XP und oder 2 Legend Points. Zusätzlich kann ich, wenn die Krypta aufgedeckt ist, hier auch noch den Knochenleserin, die am Anfang ganz neutral ist und die Hendrik auch befragen kann, kann ich die verwandeln in die Hexe. Und ab diesem Zeitpunkt gehört sie zu mir, zur Unholy Army. Und kann ich auch mit ihr kämpfen, wenn ich dann möchte. Ja, ich glaube, das ist alles, was wir in der Kirche oder was ich in der Kirche machen kann. Generell, das hatten wir in dem letzten Szenario noch gar nicht, die Situation, gilt Folgendes. Wir hatten ja mal gesagt, dass in einem Gebäude, dass in einem Feld nicht Einheiten von verschiedenen Armeen stehen können. Das ist jetzt die große Ausnahme. In Gebäude können sowohl Einheiten von Hendrik als auch von mir gleichzeitig drinstehen. Das gilt generell immer. Wenn man in einem Gebäude drin ist, gilt man angrenzend zu dem Feld draußen drumherum und Einheiten, die draußen stehen, können auch Einheiten angreifen, die in Gebäuden sind. Dann kriegen aber die verteidigenden Einheiten im Gebäude einen schwarzen Würfel zusätzlich zum Verteidigen. Darf ich mit Kavallerie ins Gebäude? Nein, das darfst du nicht. Menno. Es dürfen nur Fußeinheiten, also Infanterie, in die Kirchen rein. Aber du kannst ja trotzdem von außen quasi angreifen, mit deiner Lanze reinkämpfen. Ja, hatte ich das schon gesagt, mit denen, dass da Marker drin sind? Ja. Ja, ne? Auch die kann nur ich aufdecken, die kann Hendrik nicht aufdecken. Das geschieht ganz automatisch, wenn ich mit meinen Bewohnern da reingehe. Die hier draußen darf ich auch aufdecken. Genau. Ich darf sie mir sogar hier draußen angucken und entscheiden, ob ich sie aufdecke. Oder ob ich sie vielleicht sogar mit jemand anderem vertausche. Ja, was haben wir denn noch? Hendrik könnte, wenn er wollte, meine Dorfbewohner gleich angreifen, weil er vermutet, dass der eine der Werwolf ist. Wird dann der Dorfbewohner getötet und er ist der Werwolf, dann hat Hendrik Glück und er wird dann quasi verwandelt sich in den Werwolf, kommt in dasselbe Feld. Und in dem Moment, wenn der Werwolf dann ins Spiel kommt, bringt er auch immer eine Einheit Wölfe mit, falls ich noch welche übrig habe. Ist es nicht der Werwolf gewesen und der Dorfbewohner stirbt, dann verliert Hendrik eine komplette Runde und die wird dann aus dem Spiel genommen, so eine Karte. Ja, du kannst aber generell Dorfbewohner befragen. Wenn du angrenzend zu ihnen stehst, musst einen Würfel ausgeben, einen Aktivierungswürfel meine ich, so einen grauen. Mit dem Helden, den Hendrik spielt, den Sir Jehan, musst du würfeln. Wo sind die schwarzen Würfeln? Und nur beim Schildsymbol muss ich meine wahre Identität dann offenbaren. Der Bischof ist ein bisschen überzeugender. Wenn Hendrik den nutzt, um die Dorfbewohner zu befragen, muss ich sofort meine Identität preisgeben, ohne dass Hendrik würfeln muss. Es geht noch weiter. Also es klingt ganz kompliziert. Ich kann mich zwischendurch beruhigen. Mein 13-jähriger Sohn hat das größtenteils alles verstanden und wir hatten sehr viel Spaß bei dem Szenario. Das haben wir gesagt. Der Bischof generell zu den Fähigkeiten, die er auf seiner Karte hat, wie beten und heilen, kann er zusätzlich auch noch, oder wirkt er motivierend auf alle Einheiten, die in seinem Feld sind oder in angrenzenden Feldern sind und gibt ihm quasi allen den Charge-Skill. Charge heißt ja, da kann Hendrik ja diese grünen Würfel nutzen, packt die rein, lässt die Einheit ein Feld bewegen und sie dürfen sogar noch angreifen. Obwohl der Bischof selbst kann gar nicht kämpfen. Ne? Das sind halt nur die Truppen, die dann bei ihm sind. Er kann Einheiten exorzieren, das hatten wir ja schon gesagt. Er kann sogar, wenn die Identität preisgegeben ist, dass es kein Werwolf ist, Villager, also Dorfbewohner, exorzieren, dann kommen sie vom Spielfeld runter, was für mich nicht so praktisch ist, weil ich dann vielleicht irgendwelche Fähigkeiten verliere. Und das war's eigentlich. Ich kann jederzeit auch aus freien Stücken einfach den Werwolf aufdecken und sagen, das ist der Werwolf und ab dem Zeitpunkt gilt dann für mich dann hier diese Werwolf-Karte. Der Werwolf kann auch noch einmal aufgelevelt werden, dadurch wird er ein bisschen gefährlicher. Dahingehend auch interessant, weil er ein paar mehr Lebenspunkte bekommt.
Ich blätter mal um, ob da zu viel noch eine Seite hinter ist, die wir beim ersten Spielen übersehen haben. Nein, haben wir nicht. Ja, wenn natürlich jetzt ein bisschen zu viel war, dann spult doch einfach zurück. Wir können das nicht. Wir müssen zwischendurch ab und zu nochmal nachgucken. Aber wir spielen jetzt einfach los. Die anderen Regeln, wie gesagt, gelten noch von vornherein. Und wir werden mit Sicherheit das eine oder andere vergessen. Deshalb, wenn es dem anderen einfällt, dann weisen wir natürlich netterweise darauf hin. Einfach auch des Spielspaßes wegen. Jeder von uns hat auch wieder einen Reroll. Jupp. Und ich habe einen Charge-Token. Richtig. Von vornherein. Und ich bin sogar Startspieler. Das haben wir alles gesagt. Hier hinten liegen die Karten für die Bauern, wenn sie ins Spiel kommen. Dementsprechend fangen wir an mit Runde 1. Dort bekommen gleich 4. Nicht schlecht. Aktivierungswürfel. Und wir müssen hier noch die, den Kriegsrat, den Walkout oder War Council Cards. Entweder eine blaue Karte oder eine grüne. Oder du kannst deinen Rally Point verschieben. Verschieben heißt, du legst den einfach auf ein freies Feld. Ein anderes, wo keine gegnerische Einheit drin ist. Oder ganz viele Legend Points tauschen. Keiner von uns hat einen Legend Point. Deshalb nehme ich mal. Blau war der Counter, Reaktiv. Ne? Der reaktivieren. Interrupt. Ist gelb. Interruption, ne? Wie ist der? Ja, Interrupt. Interrupt. Reactivate war gelb. Genau. Ich nehme einen Interrupt. Ich nehme einen Charge. Okay. Gut. Dann fange ich mal damit an, dass ich hier den Schmied in sein Häuschen schicke und er findet das Schwert. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt haben alle Dorfbewohner von mir einen gelben Würfel im Angriff. Dann aktiviere ich den Zivilisten, schicke ihn auch in sein Gebäude und er findet, ich habe hier ein Fragezeichen, weil nicht genügend Wolfsmarker im Spiel sind, das haben die auch schon selbst zugegeben von Mystic Games, da haben sie sich irgendwie vertan. Das soll ein Wolfsmarker sein, das heißt, ich kann jetzt bis zu 2 Wolfeinheiten platzieren. Hier hinten ist mein Rally Point und ich bringe auch gleich schon 2-mal die Wölfe ins Spiel. Wichtig ist, da müssen wir vielleicht später mal so ein bisschen die Gebäude wechseln, weil wir können hier natürlich durchlaufen. Ne? Und, das kriegen wir hin. Und wie gesagt, wenn wir in der Stadt kämpfen, was hatte ich gesagt? Darf man einen rerollen? Das steht auf unserer Karte. Genau, genau. In der Stadt ist als Special-Fähigkeit Round, ist das? When defending may reroll one dice, direct shooting can reach the area but not pass through. Okay, das Shooting ist für uns uninteressant, weil wir keine Einheiten mit Beschuss drin haben. Dann habe ich ja zum Glück noch ein paar Einheiten, das heißt, die geht auch rein ins Gebäude, sucht und findet nichts. Das hätte ich mir auch sparen können. Fällt mir jetzt gerade ein, weil unter einem war nichts, das wusste ich ja. Aber egal, sie ist trotzdem reingegangen. Sie hatte irgendwas zu erledigen. Frauensachen. Und dann geht mein Zusayer auch noch in die Kirche und bleibt dort, weil dort ist kein Marker, den kann er nicht aufnehmen. Den Reaktivierungsmarker, den schiebe ich mir mal in meinen Speicher rein und behalte ihn und bin mit meiner ersten Runde durch. Ich aktiviere, war das denn noch? Ein Würfel ist eine Einheit, richtig? Genau. Nee, die kostet komplette Feld. Ach genau, das ganze komplette Feld. Dann gehe ich mit den beiden hier rein. Zusätzlich kann ich die Einheit noch ein Feld bewegen durch die Zusatzaktivierung des Heroes, des Priesters. Sein Command. Genau, richtig. Das hatten wir beim letzten Mal nicht gesagt. Ist ganz wichtig. Command gilt nur für andere Troop Units. Das heißt, Hendrik darf nicht mit seinem Bischof, seinem anderen Helden Befehle geben. Gut. Das Anquatschen kostet mich jetzt nochmal eine Aktion, richtig? Nee, weil du ja in das Feld gekommen bist. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist Talking to Dingsen eine. Discuss ist eine Character Bonus Action, also kostet dich nichts. Gut. Ihr da, Hexe! Ja! So, wie geht das diskutieren? Ich habe jetzt hier einen Schwung von Karten. Wir nutzen als erstes die Karten mit einem Stern, drauf. Ich mische die jetzt einfach. Und du sagst irgendwann mal Stopp. Stopp! Gut, dann packe ich die nach oben. Okay, jetzt ist es so, dass es hier 4 Optionen gibt auf dieser Karte. Da Hendrik aber die Holy Unit spielt, muss er jetzt die Frage Nummer D nehmen.
Die darfst du eben vorlesen, weil du bist ja der Bischof. Ich kann jetzt ja nicht mit deiner Stimme sprechen. There are a lot of books in the Christmas Cabin. Yes, ich lese den Text dazu. Achso, nee, ach, das nur ist... Ah, okay, nur so verstanden. Nur ich dachte, das wäre der Einleitungstext dazu. I intend to fight a demonic beast in the near future. Do you have potions or poultices to heal me if the fight goes wrong? So, und jetzt muss ich dann... die lesen. Of course, I can even grant you undeath. That way you will feel no pain. Jetzt musst du einen schwarzen Würfel nehmen. Jawohl. Und wenn du einen Schild würfelst, hat er. Dann kriegst du erstmal einen Intrigue Point. Yes. Und du ziehst 3 Equipment Cards und kannst eine davon behalten. Das Blöde ist jetzt, die haben ja in ihrer Beschreibung in dem Heft drinstehen, wie viel Ausrüstungskarten es geben soll. Das passt erstens von der Anzahl nicht. Hinzu kommt, dass es hier 2 verschiedenfarbige gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche wir nehmen sollen. Das ist überhaupt nicht beschrieben. Also es ist da wirklich richtig mau gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und selbst in ihrem Update, was sie jetzt drin haben, steht immer noch nicht drin, dass es 2 verschiedenfarbige gibt. Also entweder sind die einfach nur falsch bedruckt worden oder... die einen sind vielleicht epischer. Ich weiß es nicht. Okay, ich auch nicht. Wir nehmen jetzt einfach... Such dir da einen Stapel aus. Ich nehme den schicken Stapel. Gut, nimm den schicken Stapel. 3 darfst du ziehen. 1, 2, 3. Und eine darfst du behalten. Lala. Ein Charakter darf bis zu 2 Ausrüstungsgegenstände mit sich führen. Was, glaube ich, auch, während Henrik gerade am Lesen ist, nicht so ganz eindeutig wird im Regelwerk, ob Henrik die jetzt gleich nochmal bequatschen könnte. Dazu steht da nichts in dem Regelbuch. Ich nehme Oriflame, the Vera Janes. Plus 1 Reichweite für meine Command-Skills. Achso, genau den gleichen hatte Malte bei mir auch. Jetzt hat Henrik mit seinem Bischof... eine 2er Reichweite und kann 2 Einheiten befehligen. Alter, das ist schon ziemlich heftig. Heftig, pop heftig. Gut, wir gehen mal davon aus, dass ich sie jetzt nicht nochmal anquatschen kann. Das wäre halt irgendwie Unfug. Okay. Hey, ich kämpfe gegen ein dämonisches Biest. Hast du vielleicht einen Heiltrank für mich? Natürlich. Aber du hast jetzt ja so einen Intrigue Point. Sie kannst du jederzeit, wenn du möchtest, ausgeben. Ja. Und Henrik hat so eine Auswahl von 2 Optionen, die er hat. Eines teurer. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich benutze quasi den ersten Einser-Skill. I know these lands well. Secretly look at 2 encounter tokens. Okay. Gut. Ich habe hier gespielt. Nein, habe ich nicht. Wir haben hier einen Monitor gespielt. Sehr gut. Okay. Ja. Dann aktiviere ich dieses Feld nochmal und bewege mich mit beiden Einheiten hier rein. Mhm. Und als Command bewege ich mich mit ihm hier rein. Mhm. So. Das Aufdecken hat wieder gekostet, richtig? Oder ist das eine Bonus-Action? Nee, also ich glaube, du darfst, wenn du reinläufst, die so aufdecken. The Holy Player can use all of the units to investigate encounter tokens. They don't have to flip them and ignore... Genau. Nee, kostet nichts. Also wenn du reinläufst, kannst du die aufdecken, wenn du willst. Kann ich. Ja. Gut, dann möchte ich den hier aufdecken. Überraschung. Bauern. Okay. Da ich jetzt... keinen Legend Point habe, kann ich sie auch nicht verhexen. Das heißt, die kommen jetzt einfach zu dir. Und darfst du das im Nachhinein trotzdem noch Nein, tun? Nein, das darf ich nicht mehr. Ah, aber okay. Jetzt, ich vergesse natürlich, erstmal kriegst du die Karte, damit du weißt, was die bauen können. Du hast meine Fallenkarte getriggert. Set of performing action with the pieces, you can remove a fire token located in the pieces. Das ist vielleicht für das Spiel uninteressant. Ja, ich denke auch. Feuermarke entfernen. So, und dann... ihr da, Bauern, habt ihr etwas von einem Werwolf gehört? Oder so. Die sprechen auch nur Englisch. Nee, Französisch. Je ne parle pas français. The Holy Cross is in the ruined church. A holy character entering the ruins area immediately receives this equipment card. Okay. Okay, ja. Die haben wir dann auch. Wie heißt die Karte? Das ist dann... The Holy Cross. Das Heilige Kreuz. Die muss dann auch irgendwo hier dabei sein. Und wenn du die Ruinen betrittst... Okay. Das ist die Info, die du gekriegt hast. Gut. Aber ein Charakter muss das sein, ne? A Holy Character, ja. Und dann möchte ich die hier auch noch mit aufflippen. Nochmal Bauern.
Alles richtig gemacht. Heftig Shit hier. Gut. Kann ich die auch nochmal befragen? Ach ja, klar. Ja, klar, 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 klar. Jedes Mal, wenn du eine Bauerneinheit aufdeckst. Ja. Ihr da. Have mercy. I don't know anything. No effect. Okay. Das sind halt noch Bauern, ne? Peasants. Gut. Dann aktiviere ich den Helden mit seiner Bonusaktion. Schubse ich die mit seinem Command, ja? Command, genau, das ist ja adjacent. Mhm. Eine Unit, ein weiter, deckt den Marker auf. Wölfe. Wölfe, gut. Die werden jetzt, jetzt muss man kurz gucken, ob du die in ein angrenzendes Feld platzierst oder ob ich die dann. Encounter. When a unit is revealed, if it belongs to the side, haben wir jetzt ja nicht. If the revealed unit is from the different side or if the area is full, deploy it in an adjacent non-full or free area. Also musst du dann anscheinend jetzt machen. Hm. Reiter durften beim Charge zwei Felder gehen, oder? Ja, richtig, genau. Also es hast ja nicht viele Optionen. Der war ja hier drin, also du kannst ihn hier platzieren. Oder da oder da. Ja, genau. Ja. Nee, hier geht nicht, ne? Stimmt, genau. Ja. Hier geht nur im Wald oder in der Stadt. Und wie gesagt, es geht jetzt darum, dass ich playing when attacking each cavalry unit that performs a charge through only those areas may reroll one dice. Ja gut, das wird mir nicht passieren. Dann einmal Wölfe. Achso, habe ich schon. Mhm. Dann gehen die natürlich hier in die Ruinen. Darfst du den jetzt eigentlich direkt aufdecken? Oder erst, wenn du wieder dran bist? Ich kann mit Wölfen eh nicht aufdecken. Ach so, gut. Ja, und 1, 2. Dann versuchen wir das Ganze doch mal. 1, 2, Charge. Mhm. Darf ich die jetzt nochmal aktivieren? Durch die Hero Action? Du darfst ja nur Einheiten aktivieren, die nicht in deinem Feld sind. Das heißt, ich würde sie vorher aktivieren, aber sie sind ja auch nicht angrenzend, also, ne? Nee, werden sie du nicht. Könntest höchstens noch die Bauern mit reinschicken. Jetzt könnte ich die Bauern aber nochmal einen rüberholen. Ja, genau, genau. Okay. Dann und jetzt kann er seinen Attack noch machen und dann könntest du das Feld ja immer noch aktivieren. Dann Angriff auf die Wölfe. Nein! Oh, und dadurch, dass ich durch Wiese gecharged habe, darf ich einen Würfel rerollen. Frechheit. Slay und Kopf. Ja, so, dann hoffe ich auf einen blanken. Nein, ich habe einen, wie heißt es? Ram. Einen Ram, einen Push. Das heißt, hätte ich mir jetzt eine blanke Seite gehabt, dann hätte ich nämlich Dodge gemacht und wäre aus dem Feld ausgewichen. Leider ist dann diese Einheit, weil ich konnte den Kill, ne? Wir haben letztes Mal immer Slay genannt, das heißt aber Kill, konnte ich nicht abwehren. Dementsprechend sind die, ich habe noch einen Reroll. Den gebe ich aber noch nicht aus. Das wäre inflationär. Allerdings wäre es das. Okay. Gut, dann aktiviere ich das ganze Feld nochmal. Achso, du könntest ja mit deinem Ritter noch in das Feld nachrücken, ne? Wenn du wolltest. Geht das? Ja, weil du hast ja die Einheit besiegt. Dann darfst du ja nachrücken. Dann möchte ich das sogar. Mhm. Und dann bekomme ich nämlich das Holy Cross. Alter, ich bin voll abgezockt. So sieht's aus. Holy Cross. Bitte sehr. Danke. The Rira Jane's plus one red die against unholy characters. Alter Verwalter. Oh, nicht schlecht. Drei rote Würfel. Gut. Und als Bonus-Action kann ich den Star aufdecken. Den hast du aufdecken. Dann decke ich den auf. Mensch, Wölfe. Wölfe. Willst du mir meine ganzen Wölfe hier wegschnappen? Ja, natürlich. Gut. Dann, ich glaube, ich greife die noch an. Das tun wir doch. Drei rote Würfel, ey. Habe ich irgendwie. Ich habe nicht mal eine Chance zu verteidigen, ja? Nee. Kill, Kopf und Ram. Disrupted, ja. Disrupted. Also ich brauche auf jeden Fall eine blanke Seite, sonst ist die einer gleich schon wieder weg. Wieder das gleiche, ein Push ist schon wieder raus. Achso, du kriegst ja für Wölfe auch noch XP, ne? Zwei Stück. Stimmt. Für jede Wolfseinheit XP, habe ich gar nicht rausgelegt. Doch, die liegen da, glaube ich, drunter. Ja. Ich fühle mich mächtig.
Meine Würfel. Aber jetzt darf ich nicht nachrücken, oder? Oder doch? Nur nach dem Charge oder jedes Mal? Nein, jedes Mal hast du. Wenn du eine Einheit komplett wegmachst, darfst du in das Feld rücken, wo sie vorher stand. Dann tun wir das doch. Kann ich... Du kannst ihn aufdecken, wenn du... Dann habe ich mit einer Bonus-Action decke ich Bauern auf. Alter. Das läuft ja wie ein Länderspiel hier. Ihr da, Bauern! Achso, du darfst auch eine Karte ziehen. Könnt ihr mir was über die Umgebung hier sagen? I give you a hint. Jane 2... Fragezeichen Points. Die zwei Fragezeichen. Ja. Intrigue Points. Intrigue Points, Entschuldigung. Ja. Gut. Ach, weißt du, dann gebe ich die auch zwei gleich aus und sag, oder muss ich dafür mit den Leuten reden? Hier steht nur, force a villager to immediately reveal its identity. Es steht nicht drauf, wo das... Also, es, mach einfach. Dann möchte ich wissen, ist das Mädchen der Werwolf? Nein, sie ist es nicht. Gut. Ab diesem Zeitpunkt könntest du sie auch... Jetzt darf ich sie bekehren. Mit einem Legend Point bekehren. Ja. Und dann, spare ich mir den auf und bin fertig. Gut. Es gibt nicht mal was zu würfeln hier. Alle Einheiten sind hier von Henry schon weggeschnetzelt worden. Meine armen Wölfe. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich nur noch 4 Wolfseinheiten auf dem Feld. Gut, dann ist die Runde durch. Die 3 Karten kommen weg. Zack, die nächste Runde haben wir 3 Aktivierungen. Na gut. Und stehen zur Verfügung. Ach, weißt du, was blöd ist? Was denn? Ich hätte ja, aber ich habe es gepennt. Ich habe total vergessen, dass ich mein... Du hättest irgendwas tun können. Richtig, aber auch hier mal nach dir erst. Ne? Und du hast sie aufgedeckt. Und danach hast du, ja doch, ich hätte was machen können. Dumm. Einen gelben Würfel oder 2 Karten ziehen und eine behalten oder wieder einen grünen Marker unter den Rally Point bewegen. Ich nehme einen gelben. Ich nehme auch einen gelben. So, ich fange an, indem der Soothsayer... das war vorhin doof, dass ich die ins Haus geschickt habe. Das kostet mich jetzt sonst gleich 2 Aktivierungen. Ich werde auf jeden Fall meine Wölfe aktivieren. Und 1, 2 die Wölfe dorthin stellen. Und dann, aber auch nur dann, was mache ich denn jetzt als nächstes? Greife ich da mal an. Das sind ja nur Bauern und, ach nee, das ist noch die... Da sind auch meine Sergeant und die haben Arms mit bei. Und die haben auch noch Retaliation, ne? Ja, haben sie. Das heißt, die schlagen zurück und dann kann ich mich nicht mehr verteidigen, aber es ist nur ein roter Würfel. So, die andere Option, die ich jetzt noch hätte, wäre... Ich... Suche die Krypta. Dann reaktiviere ich den. Warte, ich bete. Ich kriege 2 Legend Points. Die brauche ich nämlich ab jetzt. Sind sie da? Ich kriege 2 Legend Points. Einen Legend Point gebe ich aus. Darf ich das überhaupt oder muss ich den nochmal aktivieren, das Feld? Wie war das? With a free action at the cost of one. Also ich habe jetzt eine freie Aktion, bezahle einen von denen. Das heißt, der ist schon wieder weg. Und die Hexe gehört ab jetzt zu meiner coolen Gang und ist nicht mehr the Bone Setter. Ich glaube, die wird in die Kirche beschworen, ne? Nee, die wird... Aber das ist, glaube ich, nicht exakt beschrieben. Doch. Replace the Bones, replace. Okay. Und wenn sie nicht mehr auf dem Spiel ist, kommt sie in die Kirche. Ach so. Okay, das heißt, ich hätte sie einfach nur mal eben schnell umboxen sollen. Ja, dann wäre sie in der Kirche gewesen. So, jetzt ist sie da hinten. Jetzt kriege ich hier die Karte von der Hexe. Die Hexe hat gelb im Angriff, gelb im Verteidigen. Sie kann sich auch wegdodgen. Und jedes Mal, wenn sie sich aktiviert, kriege ich eine
Karte. Ich kann sie aufleveln für 4 XP und ab dem Zeitpunkt hat sie Jump. Ist sie nicht mehr so gut in dem Kämpfen und Verteidigen, hat sie nur noch weiße Würfel. Aber ich kann, wenn ich sie aktiviere, würfeln und dir bei einer blanken Seite kann ich dir Legend Points klauen. Hast du noch keine? Und wenn ich attackiere, bei einer leeren Seite kriege ich auch einen Legend Point. Naja, sie gehört zu meiner coolen Gang. Gleich nicht mehr. Glaubst du? So, was kann ich denn noch tun? Ich habe leider nur noch 2 Würfel. Da kann ich nichts mehr machen. Ach, ihn hatte ich ja aktiviert. Once per turn, if you spend 3 XP, kann ich nicht. Search for the card deck of your choice. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Brauche ich nicht. Ich aktiviere den Citizen. Der geht raus. Und ich aktiviere nochmal den Citizen und er geht zu den Wölfen. Aha. Suspicious. Das war's. Ich habe alles verbraten hier. Muss ich mit dem in einem Feld sein, um mit dem reden zu können? Oder in adjacent Feld? Adjacent musst du sein. Ja, denn ah, das ist ja blöd, dass ich den nach da schicke. Ja. Und bei ihm musst du ja wenigstens würfeln. Der muss ja wenigstens würfeln. Ja, korrekt. Der andere, dann gehe ich nach da. Okay. So. Dann bin ich durch. Alles jetzt verbraten hier, was ich hatte. Gut. Als erstes aktiviere ich dieses Feld und möchte die Hexe angreifen. Das kann ich jetzt mit beiden Einheiten, richtig? Mit allen Einheiten, ja. Mit allen Einheiten. Das sind also einmal die Man-at-Arms. Die rote und weiße. Die Bauern. Achso, die Pikemen. Die Bauern haben sogar gelb. Achso, ja. Ich dachte, die Pikemen sind ja dahin. Hier. Ja, genau. Welcher ist denn besser, gelb oder weiß? Weiß ist, ich habe nur eine blanke Seite. Oh, nur ein Ram. Ein Push. Ja. Ich kann mich ja auch noch verteidigen. Ja, kannst du. Nee, schaffe ich nicht. Du darfst sie pushen. Obwohl. Nee, wir gehen da rein. Und dann aktiviere ich diese beiden Units. Jo, so machen wir das. Dann. Das sind die halbe Felder, ne? Da passen 6 ja, rein. Ja. Ne? Okay. So, dann aktiviere ich meinen Helden. Du da, Bauer! Wer bist du? Schild. Er ist ein deutscher Stadtbewohner, er ist ein Citizen und er ist es nicht. Ich darf aber jetzt trotzdem nicht in das Feld, richtig? Nein, darfst du nicht. Du könntest ihn aber angreifen. Nee, das wäre jetzt dumm. Das wäre dumm, ja. Weil wenn er dann stirbt, dann tötest du ja einfach Dorfbewohner. Das ist korrekt. Ach so, du kommst nicht an den Schmied ran. Nee, der ist im Gebäude, ne? In dem da. Was soll denn das? Gut, dann aktiviere ich dieses Feld und greife deine Wölfe an. Oh! Korrekt. Weiß und gelb. Weiß und gelb, das ist nicht sehr viel. Einmal disrupted. Ein Schild und einer könnte dodgen. Ne, die bleiben aber da. Gut, dann reaktiviere ich dieses Feld, bewege mich mit ihm hierhin. Mit den Bauern auch. Die kann ich ja nachziehen. 1, 2. Und dann sage ich einen Charge mit ihm an. 1, 2.
Den kann ich einen nachziehen. Mhm. Und greife deine Wölfe an. Korrekt? Korrekt. Korrekt. Drei Würfel, ich flipp's hier aus. Ja, zweimal. Zweimal Disruptor, immerhin. Warte, bevor du... ich bin nämlich durch eine Wiese gecharged. Dann möchte ich den nicht einmal rerollen. Dreimal Disrupted. Und ich habe... Du darfst einmal rerollen, weil du in der Stadt bist. Genau. Und ich habe einen blanken, einen deutschen. Das heißt, ich bewege eine Einheit. Ich kann sie ja nur nach hier bewegen. Und die andere geht... Ins Infirmary. Ins Infirmary, genau. Jo. Da war noch jemand drin, ne? Da ist die Bauersfrau drin, ne? Hier ist der Schmied. Hier ist der Soothsayer. Das Reden war eine freie, angrenzende Feld. Ich kann den sogar noch ansprechen, oder nicht? Du hast ja gekämpft. Du hast dich ja für den Kampf entschieden. Ach so, also du musst ihn wenn nochmal aktivieren. Ach, das geht stattdessen. Okay, ja, du okay. Du musst ihn wenn nochmal aktivieren. Sie ist es nicht. Da will ich, dass ich den Priester da jetzt nicht mehr rausbekomme. Aber gut. Ne, den spare ich mir auf. Bitte. Also Runde ist durch. Jetzt wird nur noch gewürfelt, ob wir hier, ob meine Wölfe wiederkommen. Sie kommen nächste Runde wieder. Aber immerhin. Immerhin. So. Ja, dann kommen die hier weg. Und eins tauschen gegen XP. Legend Points tauschen oder, auch oh, meine, wie viel Text ist hier denn? Look for a War Council Card of your choice and resolve it, then reshuffle the deck or retrieve your reroll token if it's not in your possession. Ich entscheide mich für, ich suche mir eine War Council Card raus. Ja, das nehme ich auch. Und wir müssen den hier noch aufdecken, ne? Haben wir es noch gar nicht? Nein, haben wir nicht. Drei Stück. Okay, sehr gut. Drei für mich, drei für dich. Ich mach's mir ganz einfach, ich nehme einen Interrupt. Yes. Und ich nehme einen Reactivate. Was mache ich denn mal Schönes? Dem Untergang geweiht sein natürlich. Unheiliges Pack. Könnte das klappen? Im Leben nicht. Hoffe ich. Kannst du natürlich jetzt meinen Helden umboxen, ne? Ja, das ist das, worüber ich gerade nachdenke. Aber ich habe nur eine Wolfseinheit und die haben... Das ist echt wenig. Richtig, richtig wenig ist das. Ich probiere es trotzdem. Ich aktiviere hier die Wölfe. Mhm. Und sie versuchen, dich anzugreifen. Okay. Ein Gelben. Ein Push. Reroll. Mhm. Schild. Warum habe ich denn nicht den Reactivate genommen? Ich bin auf dem Brain. Jetzt nichts. Ich aktiviere den Schmied. Er kommt raus. Mhm. Und ich aktiviere die beiden. Und wenn ich den Schmied aktiviere, passiert das. Und der gibt mir, der Peasant gibt mir ein XP. Und die beiden greifen mich an. Sie haben ja Schwerter. Ja. Push, push. Mindestens ein Push. Reroll. Ein Push. Ein Push. Dann pushe ich dich mal nach dort. Mhm. Ich heb mir den auf. Okay. Der wird aktiv. Ich aktiviere dieses Feld. Und gehe mit denen ins Dorf.
gehe mit dem nach oben und mit den Bauern auch. Ja. Und dann aktiviere ich dieses Feld. Gehe mit ihm dahin. Lassen Wolf. Ja, die drei greifen die Wölfe an. Das sind Pikemen, Man-at-Arms und Bauern. Rot, Weiß, Gelb. Also warte, jetzt nur kurz, du hast die aktiviert. Das war jetzt, ist, genau, das ist, das ist aber noch die Aktion. Ja, genau, das ist noch die Aktion und danach kann ich nochmal zwei Einheiten aktivieren und befragen. Einfach kommt die Attacke auf die Wölfe. Ein Slay und ein Disruptus. Ich brauche einen Dodge. Ich kriege ein Shield. Dann gehen sie hier ins Infirmary rein. Gut. Mit dem hatte ich schon gesprochen, ne? Genau. Du da, Schmied! Bist und der muss den also aktivieren, das Feld. Dafür muss ich ihn noch aktivieren? Ja, genau. Extra? Ach so, okay. Nee, dann. Das ist erst von mir, ne? Das der, ja, das ist deiner. Genau. Und der ist auch von mir. Dann. Was bringt er hier? Er gibt mir jede Runde ein XP, wenn ich ihn aktiviere. Und der Schmied? Peasants in the same area as the Blacksmith gain retaliation und beim Verteidigen. Na gut, dann aktiviere ich dieses Feld. Ihr da, Schmied, seid ihr der Werwolf? Nein, ich bin es nicht. Okay. So, Entschuldigung, was macht der Schmied nochmal? Ich hab dich voll in. Der gibt den Bauern Retaliation. Ah, okay. Mit seiner selben Einten. Achso. Dafür brauchst du aber, wenn du den. Brauchst du Dingspoints, ne? Die hier noch da hoch. Und. Die nicht, die bleiben da. Dann reactivate ich und läutere deinen Schmied. Dafür brauchst du einen Dingspunkt. Einen Dingspunkt? Ach so, ich dachte, das geht einfach nee, so. Nee, dafür brauchst du einen Legend Point. Meinst du denn? Warte. The Bishop can exorcise in any villager as long as its true identity was revealed or if the werewolf has been revealed at the cost of one Legend Point. Ah, okay. Gut, dann hat sie. Ach so, der wird aber sowieso vom Spielfeld genommen werden. Ja. Man konnte von draußen nach drinnen angreifen, richtig? Richtig, ja. Eins. Angriff. Okay. Auf deinen Priester in der Kirche. Ja, der hat automatisch schon ein Schild, also einer ist schon wegverteidigt. Ach und dann so. Kriege ich ja noch einen schwarzen zum Verteidigen. So ist das. Aber bei den ganzen Würfeln, die da kommen, ja, bringt mir gar nichts, ne? Das ist viermal Disrupted und einmal Slay. Der Slay ist halt automatisch, sagst du? Einer ist weg und dementsprechend würde er jetzt, egal was ich jetzt würfel, ne? Den darfst du sogar noch rerollen, weil du ja in einem Gebäude bist. Ja, bringt mir aber auch nichts. Dementsprechend ist er jetzt aufgedeckt. Also er, der Villager ist besiegt und es ist der Werwolf. What a twist! Und er bringt eine Einheit Wölfe mit sich. Möchtest du interrupten? Ob ich interrupten möchte? Ja. Auf jeden Fall möchte ich interrupten. Zufällig mit dem Feld. Obwohl, muss ich das überhaupt jetzt, weil du hast ja nichts mehr. Ich kann den ja auch nächste Runde einfach nämlich so nutzen. Ich behalte den. Ich möchte jetzt noch nicht interrupten. Ich kann ihn auch in nächste Runde ganz normal als Aktivierung nutzen. Gut. Alter Verwalter hier. Gut. Ja. Das, ja. Dann geht's weit. Neue Runde. Ja. Achso, die kommen erstmal wieder. Ja. Hier hinten. Für die anderen muss ich noch würfeln. Komm. Oh, die bleiben immer noch disrupted. Darf ich den auch rerollen? Mach ich immer nicht. Oder? Darf ich dafür rerollen? Ich
dafür rerollen? Finde ich lieber, dass du Rüstung oder so von deinem Werwolf rerollen solltest. Ja, das ist das Problem. Ich habe ja auch gar nicht so viel Rüstung. Ne? Mhm. Wenn du immer mit deinen drei fiesen Attacken da kommst, da kann ich ja fast gar nichts machen. Der muss der geslayed sein oder reicht es, wenn der in der Infirmary ist, dass ich, bis ich gewinne? Der kann nicht in die Infirmary kommen. Der kriegt, wenn er ein Disrupted-Ergebnis bekommt, kriegt er eine Wunde. Ach so, ja gut. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Okay. Ja. Wieso habe ich mir eigentlich vorhin keine. Hatte ich sie einmal überhaupt aktiviert? Ach so, nee. Ist egal. Habe ich gepennt. Nee. Ich habe ein paar Mal gepennt in dem Spiel. Ach so. Ich hätte mir dann noch so ein Dingsen geben können. Aber das bringt mir im Endeffekt jetzt auch nichts mehr. So, das heißt. Erstmal heißt es gar nichts, weil die Karten kommen weg, weil die Runde ist ja durch. Das ist korrekt. Wir haben noch eine Runde mit dreien. Ja. Und es kommt entweder ein Grauen in ein Grün. Und? Tauschen? Ach so. Tauschen. Ja. Ein Grün in ein, das ist ein Pfeil drauf, ne? Einer in D tauschen. Oder drei Legend Points oder drei XP. Weißt du, was ich mir nehme? Ich nehme 3 XP. Werwolf leveln. Auf jeden Fall. Ich brauche den Charge. Ich nehme die 3 Legend Points. 3 Legend Points? Ja. Ja, ja, ja. Danke sehr. At the start of your turn, gain 1 Grey Activation. Das ist die Fähigkeit meines Werwolfs. Nein, irgendwas brauche ich ja auch. Okay. Dann. Ja, es nützt nichts. Ich muss mich hier irgendwie rauskämpfen. Hm. Das Problem ist, wenn ich jetzt beim ersten Schlag noch nicht schaffe, dann hänge ich da drin fest. Das ist korrekt. Das ist aber halt scheiße. Warum eigentlich ist das total gut? Du hast 2 schwarze Würfel in der Verteidigung da drin. Deshalb bin ich überlegen, ob ich zuerst die dich verprügeln lassen soll. In der Hoffnung, dass die dich da irgendwie raustreiben, dass sie irgendeinen Push oder sowas haben. 2 Push. Das mache ich, glaube ich, auch zuerst. Oder? Ja gut, das kannst du natürlich tun. Denk an die Fähigkeiten. Ja, ich aktiviere die. Das heißt, ich kriege 1 XP. Bringt mir nicht allzu viel. Und der Schmied gibt mir auch nicht so viel. Aber ich kriege jetzt 2 gelbe. Und versuche dich da erstmal rauszumöbeln. Push, push, push. Hier, Papa brauchst Push. Und ich kriege aber nur 2 Disrupted. Darf ich rerollen? Ja, die bauen nichts. Hm? Ne, die bauen haben nichts. Weißt du, ich glaube, ich habe gleich ein anderes Ziel. Hm? Ich. Dann die gehen. Korrekt. Die sind Disrupted, jawohl. Und er verliert ein Leben. Hat auch nur einen schwarzen, ne? Okay. Ja. Dann. Ich aktiviere die Wölfe hier hinten. Mhm. Die sind angrenzend an diesem Feld und ja. Sie greifen dich an. Mit Weiß und Gelb. Komm, Papa braucht Push. Oder so, Push und Disrupted. Gut, dann ist er ja sowieso aus dem Feld raus. Der Disrupted ist geblockt. Yes. Dann ist er rausgepusht. Mhm. Ich push dich mal nach hier. Das ist sehr gut, weil jetzt aktiviere ich die Kirsche und die haben 2 Bewegungen. 1. Oder lasse ich die nicht angreifen und dadurch den Sieg erringen, dass. Weil wenn ich jetzt hier hinten hingehe, dann mache ich den Trupp zwar relativ stark, aber du rückst ja mit geballter Macht dahin. Das heißt, ich muss in die Offensive gehen. Ich habe ihn ja aktiviert, das heißt, ich level jetzt meinen Wolf, indem ich 4 bezahle. 1, 2, 3, 4. The first time the werewolf upgrades to level 2. Place 1 available wolf troop in this area. Oh, ich habe noch eine! Unding. Ja, und wenn ich ihn aktiviere, er kann sogar Befehle erteilen. Das hätte er vorhin schon machen können. Nee, noch gar nicht. Jetzt kann er noch Wölfe zu sich rufen. Dementsprechend aktiviere ich jetzt dieses Feld und ich greife
deinen Helden an. Ja. Mit weiß, schwarz. Und zweimal gelb. Zwei weiß, zwei gelb. Ach so. Oh. Der ist wohl hinüber. Wollen wir mal hoffen. Nee, gar nicht mal. Push und Disrupted. Aber weißt du was? Jetzt gebe ich meinen Reroll aus. Die bleiben da. Disrupted, Disrupted. Und zwei. Kann ich nicht schaffen. Ich habe nur einen Verteidigungswürfel. Habe ich gewonnen. Oh, das ist nicht fair. Hallo? Wie du hier was? Durchgerannt bist. Erstmal ja. Schönen Dank. Ja. Also es ist ganz wieder ganz anders gespielt als gegen Malte, wo wirklich in der letzten Runde erst die Entscheidung fiel. Und ich hatte wirklich Schiss, als du hier durchgelaufen bist und eine Wolfs einer nach der anderen mir weggenommen hattest. Aber wenn du die jetzt sowieso kostenlos alle nachkriegst, dann... Ja, das wusste ich gar nicht mehr. Ich hatte das echt nicht auf dem Schirm, dass ich da noch eine kriege. Jo, also selbst mit einem Block kriegt er zwei Schaden und ist dann raus. Das war die einzige Option, die ich hätte, weil ansonsten wäre ich jetzt nach hier hinten gelaufen und du wärst nachgerückt und das wäre ein Hatz-Spiel geworden und du hast dafür zu viel Truppen gehabt, um zu aktivieren. Das war die einzige Option, die ich hatte, jetzt in die Offensive zu gehen. Jo. Das war jetzt nicht so nach deinem Geschmack. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, es ist halt eine blöde Win-Condition, wie ich finde. Aber gut. Oh. Ja, dafür hast du ihn zu sehr alleine gelassen, ne? Er war ja gar nicht alleine. Aber ich kann, ach, ja, stimmt, nicht, da hat, stimmt, ich kann ja hier nicht reinlaufen, weil da ja zwei Bauern drin stehen. Ja. Aber ich finde es ein cooles Szenario, muss ich sagen. Das generell. Das ist ein bisschen geil, ja. Also es ist halt geil storylastig, ne? Mhm. Also da kann man bestimmt viel mitmachen, auch mit den Zusatzgeschichten, was da noch so alles kommt. Das ist cool. Ja, gesagt, ich hatte echt Schiss. Da kam so viel, weil Malte hatte gefühlt keine einzige Bauerneinheit aufgedeckt. Doch eine hatte er. Den Rest gar nicht. Hat er alles komplett immer liegen lassen. Sagt er ist einfach nur vorgerückt. Ja. So ganz, ganz langsam. Und ich hatte auch so... Damals war es dann die Merchant, also die Tochter vom Händler. Und die ist dann langsam nach hier hinten weggelaufen. Und dann hat er schon den Braten so ein bisschen gerochen. Mhm. Und ja. Und als ich gesehen habe, wie du hier alles weggeräumt hast, so, nee, das läuft schief. Und dann auch noch hier vorstand, dass ich, Mist, ich kriege meinen Wolf da ja gar nicht mehr raus, weil du weißt jetzt, dass das ist. Die Bauern stehen davor mit dem Ritter, ich kriege die ja gar nicht mehr raus. Das heißt, die werden jetzt einfach da drinnen gelünscht. Das heißt, das war die einzige Option. Und das hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm, dass ich dann nochmal eine Truppe bekomme, weil ich den nämlich bei dem Spiel gar nicht aufgelevelt hatte, bei dem anderen. Ja, ich habe auch richtig, ich habe zwei weiß und zwei gelb mit den zwei Wolfseinheiten. Ja, aber wie gesagt, vom Spiel generell mit den ganzen Sonderregeln fast ein eigenständiges Spiel, was man hier bekommt, finde ich. Das kann also, man ja, komplett spielt sich komplett anders als das weil war ja nur das Tutorial, was wir beim letzten Mal gespielt haben, aber ja. Trotzdem. Ja. Du, ihr da, Hexe. Wobei das ist halt cool, ne? Aber man muss halt viel auf dem Schirm behalten. Ja, wobei ich denke, dass die wichtigsten Sachen haben wir gehabt, ne? Dass du die Bauern befragen konntest und so wolltest du auch, hättest du den exorzieren können. Ich habe jetzt das hier gar nicht genutzt, weil ich gepennt habe am Anfang. Ich habe gepennt, das war zum einen, als du mir die ganzen Wölfe weggemacht hast, da hätte ich die schon, als die aufgedeckt wurden und du dann aktivieren wolltest, danach hätte ich schon sagen können, halt stopp, ich will die mal eben wegschicken. Ne? Ja. Aber dann wärst du vielleicht mit dem Charge trotzdem wieder hinterhergekommen. Ich wusste, das weiß ich gar nicht mehr, ob du noch einen Charge hattest. Und wie gesagt, ich hatte jetzt gerade Schiss, dass ich die nicht mehr aus der Kirche rausbekomme. Und so viele dann da hinten stehen, das war ganz schön fies. Also gut gespielt, ganz anders als in dem ersten Spiel, was ich da hatte. Truppen zusammenhalten. Ja. Der Held. Also was ich aber auch noch sagen wollte, jetzt diese Karten, das sind ja auch nicht so viele Karten. Das heißt, irgendwann weißt du ganz grob, was du für Fragen stellen kannst. Da habe ich mich gefragt, warum haben die nicht viermal den gleichen Aufbau und du stellst viermal die gleiche Frage, aber du hast viermal... Andere Antworten. Ja. Warum müssen das wirklich andere Texte sein? Das habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie Mumpitz, weil wenn du den Text liest, weißt du, okay... Jetzt kann ich gleich würfeln und das passiert. Ach so, ja, gut.
da hätte ich es besser gefunden, einfach vier Optionen und das ist halt immer die gleiche Frage, die du stellst, aber du weißt nicht, was welche Antwort kommt. Ja, und so weißt du im Endeffekt später, okay, ich habe das Szenario jetzt fünfmal gespielt, die gleiche Frage jetzt, okay, ich würfel gleich um XP oder was ich weiß. Mhm. Was war denn hier noch? Da waren die Hinweise, da waren Wölfe, die waren ja sogar an den richtigen Stellen hier für mich. Ja. Die hätte ich mir dann auch noch holen können. Oh, habe ich alles richtig gemacht. Also bei dem wusste ich es ja, da habe ich ja drunter geguckt gehabt. Ja. Ja, das hat gut gepasst, dass dann ja auch gerade dann die 3 XP noch dazugekommen sind, dass ich ihn leveln konnte, weil sonst hätte ich das auch mit dem zweiten Wolf ja gar nicht gehabt. Dann hätte ich auch nur 2 gelbe gehabt. Es hat gepasst. Ja. Man muss auch mal Lack haben. Ja, stimmt. Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Ja. Aber es, wie du auch gerade sagst, ich finde es halt diese Story-Elemente in dem Spiel unheimlich schön drin. Auch wenn ich kann das jetzt nachvollziehen, dass das Ende jetzt so ein bisschen enttäuschend ist. So ein bisschen abrupt, die Bedingung da, dass man den auch besiegen kann. Da wird vielleicht dann, wenn man es ein paar Mal gespielt hat oder sich rauskristallisiert, okay, das ist immer blöd mit dem Einzelnen, dann könnte man das ja anpassen und sagen, okay, das Hauptziel ist einfach nur, dass der Werwolf überlebt bis in Runde, was ich was. Wie viel hätten wir denn in 2 Runden wären noch gewesen? 2 Runden wären noch vorbei gewesen. Naja gut, aber in 2 Runden kommt man halt nah dran. Ne? Also. Ja, aber ich wäre ja so gut wie eingekesselt gewesen. Ach, hier ist sogar noch interessant, der hat sogar noch Slayer. Das heißt, mit jedem Kill, was ich mache, hatte ich ja gar nicht. Wenn ich einen Kill habe, glaube ich, gar keinen Kill. Doch, würfeln. Mit Schwarz kann ich Kill würfeln. Beim Kill und wenn man Slayer hat, macht man beim Charakter, den man trifft, sogar noch eine Wunde extra. Mhm. Ja. Also, es war jetzt auch Glück, dass das dann so gelaufen ist, dass ich das machen konnte. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. War eine schnelle Runde. Geht dann tatsächlich. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass das. Relativ schnell abgebacken ist. Also ja. So, ich meine, das ist jetzt ein kleines Szenario. Das Tutorial war ja auch nicht sehr viel größer oder viel kleiner. Aber es macht trotzdem viel Spaß und es ist schnell durch. Finde ich gut. Und halt noch dieses schöne auf dem Tisch, wo du ja auch mal gesagt hast, als du vorhin reingekommen bist ins Zimmer und sagte, oh, das sieht einfach so geil aus auf dem Tisch. Ja. Das trägt auch schon dazu bei. Also, dass man da wirklich sagen kann. Das Ambiente stimmt. Richtig, genau. Und wie gesagt, dieses Szenario habe ich damals auch schon bei YouTube, bei Beasts of War. Die haben das auch gespielt, da wurde das halt dann vorgestellt und das habe ich auch mir öfter angeschaut und das ist, glaube ich, auch komplett anders verlaufen als jetzt bei uns. Da wurde, glaube ich, dann der Werwolf zum Schluss auch noch erwischt und ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mit Hendrik mitfühlt oder ob ihr zum Werwolf gehalten habt. Das war die einzige Option. Ne? Aber wie gesagt, schön schnell zu Ende. Man könnte jetzt theoretisch sagen, komm, wir resetten und spielen das Ganze nochmal. Das ist hier total drin. Ich würde jetzt einfach eine Seite weiterblättern und das nächste Szenario spielen. Bis wir das wieder aufgebaut haben. Ja, gut. Okay, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, auch eure Wünsche in die Kommentare und ansonsten schönen Abend noch. Macht's gut. Hier bei uns beim Fetten Brett. Tschö. Thank you.